Die Produktion von Solarmodulen läuft inzwischen vollautomatisch. Roboterballett bei SolarWatt in Dresden. Module made in Germany sind etwas teurer als Importware aus China. Dafür gibt der Hersteller aber 30 Jahre Garantie. Die Produktionskapazität wurde hier gerade verdoppelt. Doch die Zellen, die in die Module eingesetzt werden, stammen vor allem aus China. Und da gibt es in Zeiten von Corona durchaus Probleme. Wir merken, es ruckelt. Es ist halt immer so ein bisschen auch davon abhängig von den Entscheidungen der chinesischen Regierung, wie radikal sie da bestimmte Dinge stilllegen. Wir rechnen aber damit, dass es noch etwas schlimmer werden kann, ja. Professor Quaschning beobachtet den Solarmarkt seit Jahrzehnten. Er wundert sich. Bei Erdgas sind wir zu 55% von Russland abhängig. Bei Solarzellen, die nun Erdgas ersetzen sollen, liefert China 95%. Wir sehen mit der Situation in Russland, dass die Geopolitik ja nicht stabil ist. Das heißt, die Frage, verstehen wir uns in 5 Jahren noch gut mit China? Und wenn die Lieferung von Solarmodulen aus China ausbleibt, dann ist die Energiewende in Deutschland gestorben. Und dieses Risiko können wir nicht eingehen. Das Risiko ist hausgemacht. Vor 10 Jahren war Deutschland Weltmarktführer. Vom Siliziumblock über die Zellen bis zum Modul. Dann entdeckte China diesen Zukunftsmarkt. Dort wurde damit begonnen, Produzenten staatlich zu fördern. Gleichzeitig wurde die Einspeisevergütung bei uns drastisch gestrichen. China hingegen besetzte dank der Subventionen mehr und mehr den Markt. Gleichzeitig brach in Deutschland die Nachfrage ein. So gingen deutsche Hersteller wie etwa SolarWorld reihenweise pleite. Heute boomt die Nachfrage wieder. Solarstrom ist preiswert, Solartechnik ein Milliardenmarkt. Kommt die deutsche Solarindustrie nun zurück? Jetzt ist es vielleicht ein bisschen spät, weil wenn Sie da investieren wollen, müssen Sie echt in Größenordnungen rein. Man braucht natürlich auch die Investoren, die einem dieses Geld zur Verfügung stellen. Und das machen die nur, wenn sie Rahmenbedingungen haben, die verlässlich sind. Also ich denke, dass die Politik da schon für sorgen muss, dass in den nächsten 10, 20 Jahren da auch Kalkulationssicherheit ist. Insbesondere, weil wir in den letzten 10 Jahren da schon ein gebranntes Kind sind. Erst wird die Nachfrage durch staatliche Förderung gesteigert und wenig später mit neuen Gesetzen wieder ausgebremst. Unter solch ständig wechselnden Rahmenbedingungen leiden auch die Hersteller von Windrädern. Auch hier waren deutsche Produzenten lange führend. Dann stiegen die Chinesen ein. So setzte auch hier ein harter Preiskampf der hiesigen Branche zu. Außerdem wirkte die Politik die Eigenproduktion in Deutschland ab. Die Nachfrage bei uns brach folglich ein. So schließt Nordex aktuell gerade das letzte Werk für Rotorblätter in Deutschland. Vestas hat schon letzten Monat sein deutsches Rotorenwerk dicht gemacht. Nordex teilt mit, man könne nur dort produzieren, wo es auch Nachfrage gibt. Selbst wenn in Deutschland künftig wieder mehr eigene Anlagen gebaut werden, dauert dies noch Jahre. Solange kann man unrentable Werke nicht halten. Beide Hersteller haben noch Produktionsstätten in Südeuropa, Südamerika und in Asien. Künftig müssen die riesigen Montageteile bei Bedarf über tausende Kilometer bis nach Deutschland transportiert werden. So steht die Energiewende auf wackeligen Beinen. Seit dem Jahr 2011 musste die Solarbranche in Deutschland mehr als 100.000 Arbeitsplätze abbauen. Zunächst wuchs damals noch die Windbranche. Doch auch dort geht es seit 2016 massiv bergab. Da wirken die aktuell nicht mal 20.000 Beschäftigten in der Braunkohleförderung und in Kraftwerken eher unbedeutend. Während der Abbau weniger Braunkohlearbeitsplätze mit staatlichen Hilfsmilliarden abgemildert wird, wurden die Zukunftsenergien einfach fallen gelassen. Und nun fehlen Arbeitskräfte für die Energiewende. Wenn man seit Jahren wirklich hört, dass Hiobsbotschaften verkündet werden, Fabriken zugemacht werden, überall Arbeitsplätze abgebaut werden, das lockt natürlich nicht Menschen an, das zu studieren. Es fangen viel weniger Leute an, als wir brauchen, sowohl an den Hochschulen als auch im Handwerk. Und wir haben ausgerechnet, dass wir alleine für das Umsetzen der Pläne von Herrn Habeck in der Photovoltaik 50.000 Fachkräfte bräuchten, zusätzlich zu denen, die eh schon da sind, um das überhaupt realisieren zu können. Jahrelanges Hü und Hott. Erst fördern, dann abwürgen. Davon kann auch diese Branche ein Lied singen. Es geht um Biogas aus Pflanzen. Klar, Getreide ist für die Ernährung da, nicht für den Tank. Aber diese Anlage arbeitet mit Stroh, das normalerweise einfach auf dem Acker verrottet. Und diese Anlage erzeugt daraus Methan, also Gas.
Verkauft wird es heute schon an Tankstellen. Damit werden Lkw, für die der Elektroantrieb mit Akku noch nicht ausgereift ist, klimaneutral. Und das absolut konkurrenzfähig. Die erste Anlage läuft seit 2 Jahren erfolgreich. Das Gas ist chemisch von Erdgas nicht zu unterscheiden. Und man könnte viel mehr davon herstellen. In Deutschland verrotten jedes Jahr 20 Millionen Tonnen Stroh. Insgesamt hätten wir in Deutschland genügend Stroh, um 20% des russischen Erdgases zu ersetzen. Anfang Mai ging gerade eine neue Anlage in Betrieb, allerdings in den USA. Auch in Indien wurde gerade eine neue errichtet. Und warum nicht in Deutschland? Das Problem in Deutschland ist, dass es keine verlässlichen und vor allen Dingen kontinuierlichen Rahmenbedingungen gibt. Seit 5 Monaten gilt ein Gesetz, das die Dekarbonisierung des Verkehrs bis 2030 regeln soll. Dieses Gesetz soll jetzt schon wieder angepasst werden. So funktioniert das nicht. Wir brauchen verlässliche Rahmenbedingungen, sonst kommen die Investitionen nicht. Die USA haben so viel eigenes Erdgas, dass sie es sogar nach Deutschland verkaufen. Trotzdem hat hier die Gouverneurin von Iowa persönlich die Anlage eingeweiht. Es gibt klare, verlässliche Rahmenbedingungen, um in klimafreundliche erneuerbare Energien zu investieren. Genau das wünschen sich auch all jene, die in Deutschland versuchen, die Energiewende voranzubringen. Wenn der Herr Habeck heute, was ich sehr ausdrücklich begrüße, einen Fahrplan macht, wie er denn jetzt die Menge nach oben fahren will, damit wir unabhängig werden von fossilen Energieträgern, dann ist das der erste Schritt. Das muss aber parallel gefahren werden. Wie wollen wir denn dann die Rahmenbedingungen schaffen, damit das auch passieren kann? Und da ist noch viel Arbeit zu tun. Mehr klimaneutrale Energie in Deutschland selbst produzieren. Das ist ein guter Plan. Aber wir sollten die Anlagen, die wir dafür brauchen, auch im eigenen Land herstellen können.